Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trendspot Fever 2 in unserem wirtschaftlichen, eine Art wirtschaftlichen Spiel. In der letzten Folge haben wir ja hier die Stadt pro Zelten und Hohenarm haben wir verbunden. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen Güterverkehr. Und mit welcher Stadt wollen wir anfangen? Oh, wir haben es. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Ziegelproduktion an. Hier brauchen wir Steine. Steinbruch haben wir da, drei Stück. Wir machen das mit LKWs, das ist am einfachsten. Wir können das uns weiterlaufen lassen. Wir machen das hier mit LKWs. Wir machen einmal drei LKW-Ports. Machen einmal eine LKW-Rundlinie. Und zwar ist das LKW Stein 1. Und von dort aus bauen wir eine Güterstrecke. Das waren noch 40 Meter, aber können wir vielleicht mal machen. Bis hier runter an den Bahnhof. Machen wir mal zwei Gleise hier. Obwohl, eigentlich müssen wir viergleisig machen. Das wird zwar eine kurze Güterzugstrecke. Ich denke, da brauchen wir auch nur einen Zug zu verkehren. Das machen wir zwei draus. Weil ich denke, wenn das auf Hochtouren läuft, wird das wahrscheinlich eh so lang dauern. Wir das zweite Gleis noch bis hier hoch und lassen es dann hier eingleisig werden. Und dann gibt es noch einmal Signale. Block. Block. Und hier gibt es mal wieder die wohlbekannte X-Weiche. Da gibt es auch noch eine Linie bis da hoch. Das ist Zug. Ich nenne es jetzt mal Stein 1. Dann brauchen wir natürlich noch ein Depot. Können wir hier oben hinstellen. Es ist noch die gleiche Aufnahmesession. Irgendwas Elektrisches vielleicht. Ja, eine ist die DB Cargo nehmen wir. Mit Wagen, die Stein transportieren können. Nur die beiden. Nehmen wir mal hier die Vanilla. Einfach nehmen wir zwei Züge. Und wir nehmen den zweiten, um mitzufahren. Der arme Hirsch, der wurde gerade überfahren. Ach, und damit die Lieferkette natürlich funktioniert, brauchen wir noch hier. LKW, der Stein transportieren kann. Und ich würde sagen, wir nehmen mal hier die. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal 10 Stück von denen. Weil die müssen ja, da wäre doch schon das erste angeliefert. Wir nehmen den zweiten natürlich. Ja, der hat so jetzt so eine blöde Kamera, aber da müssen wir halt, oder obwohl, vielleicht hat der gute Kameras.
Die hat aber diese verdrehte leider. Wir setzen uns aufs Dach. Schönes Ding, aber leider die komische Kamera. Da läuft der Hirsch wieder. Ach, was ich vergessen habe, die Depotsignale. So, mal zwei von bauen. Einmal hier und einmal da. Ja, nehmen wir doch diese Ansicht hier. Es ist zwar nicht schön, aber. Tut mir leid, aber ich krieg die. Warte mal. Soll ich die Lok vielleicht für in diesem Fahrzeug hier tauschen? Können wir nochmal eine vernünftige nehmen? Ich nehme jetzt einfach mal die hier, aber die werden wir dann gleich auch wieder wechseln, wenn wir wieder gehen. Genau, die hat nämlich die vernünftige Kamera. Die ist mit aus der Modwerkstatt. Frage ist, ob zwei Züge reichen, also ob zwei Züge vielleicht sogar schon zu viel sind. Wir können einen nach vorne hier so. Und Abfahrt. Über die X-Weiche. Da hier ist, kommt das Depot raus. Oh, ich sehe gerade, ich habe Zwergsignale genommen. Ach komm, für diese kurze Strecke ist das doch gut. Ist ja quasi eine kleine Werkstrecke, so kurz ist die. Da kommt der Gegenzug auch direkt schon. Ja, ich glaube, zwei Züge sind genau richtig. Da liegen auch schon die ersten Waren. Oh, Entschuldigung, ich hatte den falschen Knopf gedrückt. Dann nehmen wir einmal wieder diese Lok. Oh, der nimmt das sogar mit. Und wohin tut er das? Ach, der verarbeitet das jetzt. Ja, und da können wir direkt schon bestehendes Gleis eigentlich mitnutzen. Wir gehen hier raus. Das ist nämlich dass man dann direkt Gleise mitnutzen kann, ist natürlich super. Das ist natürlich jetzt nicht schön, deswegen können wir einfach jetzt hier dieses Gleis ohne Masten nehmen. Können das einfach ausrüsten. Hier auch. Schon steht kein Mast mehr im Gleis.
der Weiche. Sowas können wir natürlich dann im Schönbau quasi nachträglich noch einfügen. Hier los. Ach, hier ist ein Hügel drunter. Okay. Da müssen wir dann einmal direkt mit dem Terra-Tool dran. Dann können wir hier direkt hoch. Hier müssen wir eine andere Brücke nehmen, oder obwohl, wollen wir bis hierhin aufschütten. Müssen wir das natürlich wieder hier herstellen mit dem schnellen Gleis, dass das auch. Direkt hier wieder anbinden. Hier reinmünden lassen. Das ist halt das, du kannst dann halt direkt bestehendes Gleis mitnutzen. Du brauchst keine Signale mehr zu setzen. Du kannst dann quasi hier raus. Wir können ja auch wieder das. Wo haben wir hier hinten? Das haben wir eingefädelt. Einfach die Oberleitungsmasten wegnehmen. Genau, dann haben wir auch nämlich das mal wieder. Dann können wir quasi hier ganz an die andere Seite der Stadt gehen. Eine Güterzugbrücke, es sieht auch sehr cool nach einer Güterzugbrücke aus, die. Und können dann quasi hier hinten einmal den Güterbahnhof. Ach, guck mal, die brauchen das genau sogar hier hinten. Da reichen zwei Gleise, weil wir brauchen ja nur zwei Güter. Und was wir noch machen können, ist dann quasi hier bis hier runter. Natürlich noch eine kleine LKW-Linie. LKW Stadt Prozellenstein nehmen. Brauchen wir ein paar LKWs auf die Reise schicken. Hier reichen davon. Machen wir vier von. So. Dann ganz wichtig, dass sie natürlich noch verbinden. Also hier wird es auch nichts Schönbauer-Maßnahmerisches zu geben. Wir bauen unsere Strecken und gucken einfach, dass die Städte größer werden. Dann die schon wohlbekannte X-Weiche. Natürlich hier mit. Obwohl brauchen wir ja gar nicht, okay. Was haben wir hier stehen hier? Ja, hier steht es im Gleis. Bis hierhin. Genau, so sieht das doch schon gut aus. Dann brauchen wir hier eigentlich de facto nur noch Signale. Wie verläuft die Linie, ist das Wichtigste. Aber diesmal die richtigen.
Block und Block. Dann geht's die nächste Linie von hier unten bis da runter. Und das ist dann Zug statt Prozelten Stein. Ah, er produziert schon, das ist natürlich gut. Der hat auch schon 12 von 20 Einheiten mit, das ist natürlich gut. Ich habe doch LKWs ausgewählt, dass die Stein transportieren können. Nehmen mal den vorsichtshalber. Ja, Stein transportieren. Okay, ich glaube, die Produktion muss einfach nur erstmal hochfahren. Dann, was nehmen wir hier? Ich würde mal sagen, die hier mit Cargowagen. Die Baumaterial transportieren können. Wir nehmen mal die hier. Aber den. Ich würde sagen, wir nehmen mal den zweiten. Genau, seht ihr, der benutzt auch automatisch ein anderes Terminal. Ja, genau, jetzt geht das nämlich auch hoch. Der hat auch schon, glaube ich, die ersten Steineinheiten mit. Genau, 4 von 20 schon. Der Führerstand aus. Na, nicht hoch aufgelöst. Dann gehen wir hoch. Obwohl, eigentlich können wir ja so fahren. Und schon haben wir die ersten Züge. Geht vielleicht für euch was schnell, aber ich find's eigentlich. Also ich find's cool, wenn man mal so spielt. Also ich finde, eigentlich gehört das ja zu Transport Fever. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass man so spielt. Da nochmal der andere Zug von eben. Da liegen auch schon die ersten Dings für uns, die ersten. Die fahren doch immer genau da dran. Genau. Oh, 14 Steine haben wir schon. Das ist natürlich sehr gut. Also Baumaterial. Und dann geht's bei uns auch schon los. Da kommt der andere Zug uns auch wieder entgegen. Genau, hier einfach durch, das ist zwar ein bisschen unschön, aber wir mussten halt hier durch. Wir mussten halt hier unten durch, ist das Problem. Wir haben 16 Einheiten Baumaterial dabei, das ist natürlich schon sehr gut. Ach ja, hier machen wir nochmal schnell.
Nee, warte, was war falsch? Wir bauen hier einfach, falls der Person zukommt, der hat natürlich Vorrang in Signalen. Und hier werden wir unsere bestehende Strecke, die wir letzte Folge gebaut haben, eingefädelt. Weil hier nämlich die scharfe S-Kurve. Dann geht's mit der Strecke nämlich hier am Fluss weiter. Ah, ich glaube, die Lok kann nur 120. Da kommt nämlich der Gegenzug. Ach, warte mal, ich weiß warum. Wegen den beiden letzten Wagen hier, die können wir mal schnell ändern. Ja, kann nämlich wieder beschleunigen, das waren die beiden letzten Wagen. Da hinten unser kleines Städtchen. Wir werden hier direkt hier ausgefädelt. Da hinten geht es zum Personenbahnhof. Wir fahren aber zum Güterbahnhof. Ich weiß, das hat jetzt noch keine Güterzentrale, aber wir werden dann bei den nächsten Gütern dann Güterzentralen bauen. Oben ist auch schon der Güterbahnhof. Jetzt hier über die X-Weiche. In den Bahnhof rein. Da, wir hatten einen Wagen voll mit Baumaterial. Oh, da lagern schon viel mehr, das ist natürlich gut. Die Steintransporte, 7 von 20. Ja, das steigt schon. So Stein kann er sich jetzt schon eigentlich nicht beklagen. Noch ein Signal hinzufügen. Da kommt auch gerade unser Zug aus dem Tunnel. Der vielleicht die ganzen Baumaterialien mitnimmt. Ja, er fängt schon an zu transportieren. Ja. Sind schon 5 Einheiten. Und 15 Stein kann er mitnehmen. Das ist natürlich sehr gut. Ich denke, das wird sich auch noch füllen hier dann mit der Zeit. Siebzehn Einheiten hat er dabei. Jetzt wird's spannend. Nimmt er jetzt die 45 Einheiten mit?
60, ja, tatsächlich nimmt er das alles mit. Das heißt, das Lagervolumen des Zuges wird sich irgendwann bestätigen. Dann würde ich aber sagen, wir machen mit einem schönen Zug einen würdigen Abschnitt. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Dann tschüss, euer Zugamer.